So, und da geht es jetzt auch schon weiter. Nachdem ich da beim letzten Mal etwas schlecht abgeschnitten hatte, kann man sagen. Praktische Zielübung. Zu einfach. Genug. Sie haben keine Chance. Sie haben keine Chance. Ich habe mehr als genug Chancen, Kollege. Denn du wirst hier gnadenlos untergehen jetzt. Bei diesem Mal werde ich dich besiegen. Das kannst du aber glauben. Das wie beim letzten Mal. Oh, das ist aber nett von dir. Das ist jetzt blöd. Da habe ich jetzt Glück gehabt. Dieser komische Machtgriff da, es ist. Man macht den Zug, was es auch immer ist. Es ist ziemlich übel, immer. Bereithalten, falls die Absorption nachlässt. Hat sie nicht, wunderbar. Puh, okay. So, ist denn hier oben eigentlich noch was Interessantes gewesen? Oh, ja, das war es sogar. Ein bisschen Health und Alt und Teusch. Sehr gut sogar. Dass hier so viele Gegner auch noch sind, mit, auch mit Lichtschwertern und anderen dran, das ist schon übel. Mehr als ihr euch lieb ist, habe ich drauf. Nein, was machst du denn? Wie kann man dann auf einmal so dumm darunter fallen? Ist eine ganz einfache Frage. Ich will nur eine normale Antwort haben. Wie sieht es aus? Warum fällt man dann so dumm runter? Ein Eindringling. So, der erste ist weg und der zweite ist jetzt gleich auch geschickt. Jetzt können wir. Sollen der gegen doppelt nicht schwer ankommen. Dieser Ort ist faszinierend. Ja, das ist wahr. Das scheint endlos so weiterzugehen. Die Frage ist nur, wo sind jetzt die Gegner? Na prima, wie soll ich dort runter, ohne mir den Hals zu brechen? Komm schon! Tja, das ist die Frage, wie ich jetzt da runterkomme vernünftig, ne? Aber ich glaube, ich habe einen guten Weg gefunden. Sieht doch eigentlich ganz gut aus. Ah, ich muss mich erstmal gerade kratzen. Entschuldigung. Es juckt. Nein! Boah. Oh, yeah. Mach ich fertig. Und wie ich das kann, Kollege. Der andere ist auch gerade runtergefallen. Läuft bei denen. Nur so geht's. Nur so geht's. Es ist ein Jedi. Fliehen ist sinnlos. Was fällt denn dafür ein? Erstmal speichern wir gerade. Ich habe bereits gesehen, hier sind Freunde. Keine zu mächtigen Freunde, aber. Komm schon, du gehst jetzt aber lockerflockig drauf. Sag ich ja.
So, erstmal heilen. Ich sehe dann vorne nämlich schon die nächsten beiden. Von daher warten wir erstmal kurz. Speichern mal ab. Nicht, dass wir nochmal den ganzen Weg laufen müssen. Achso, ich bin jetzt gerade direkt aufgeheilt. Gut, wunderbar. Na dann, kommt mal ran, Jungs. Na komm schon. Ich versuche mein Bestes hier gerade. Wow, ich bin dafür wirklich auch fast tot. Kacke. Sie sind doch etwas stärker als ich dachte. Kacke, Alter. Okay. Scheiße, ich kann keinen Schutz benutzen. Ich muss den Typen jetzt erstmal so weit wie möglich ausweichen. Ausweichen, meine ich, weil es geht gar nicht anders. So. Weit kommst du nicht. Yes! Speichern! Heilige, ey. Okay, das war jetzt schon etwas härter, als ich dachte. Gegen zwei davon ist doch immer so eine Sache. Oh ne, das war das Falsche. Heilen ist das Richtige, weil sonst bin ich jetzt gleich ganz schnell weg. Okay, ist hier vielleicht noch irgendwas versteckt? Nicht? Oh Gott. Sind wir noch ein bisschen nach Ende der Mission aus, oder? Tabby und Self bereiten ihre Ankunft vor. Verhindern sie das, dass sie das regeln. Nein, bla bla. Besiegen sie den Jedi und schützen sie den. Sagt das Jedi-Meister. Besiegen sie den Jedi? Ah. Das glaube ich ja nicht. Mein kleiner Freund hier. Ich glaube ja, dass ich stärker bin hier. Fuck. Da konnte ich mich zum Glück gerade nochmal retten. Na, jawohl. So. Ich sollte das Grab wieder versiegeln, damit es niemand anders öffnen kann. Ja, Gespür aus, schon klar. So. Das sollte reichen. Ruhe in Frieden. Wow. Raus hier. Komm, na komm, na komm. Wow. Ich bin schon mal raus. Ich glaube, da kommt so keiner mehr hin. Uiuiuiui, alter Schabede. Das ging doch schon mal ab. Hui. Du bist also nicht auf Tavion getroffen. Das ist gut. Und schlecht zugleich. Zumindest haben wir die Kultanhänger gestoppt. Aber so kann das nicht ewig weitergehen. Wir müssen Tavion das Handwerk legen. Ja, okay. Ich habe Tavions Vorgehen in den letzten Monaten verfolgt. Sie scheint das Zepter von einem Sammler auf Commonor zu haben. Sie hat ihn einfach getötet. Tja. Was für ein Wunder. Nicht. Kultuntersuchung auf Tanab.
Ich wäre aber eigentlich für erstmal für die Tarnvorrichtung auf Yalara. Diebstahl der Macht auf Biss. Nein, ich bleibe erstmal hier bei der Reihe runter. Kultuntersuchung auf Tanaa. Ein Frachter-Captain hat uns berichtet, dass er Mitglieder des Kults in einem Raumhafen auf Tanaa wahrscheinlich gesehen hat. Reise dorthin und finde heraus, was sie dort vorhaben. Bleib wachsam. Wenn sich die Jünger Ragnos auf Tanaa befinden, ist das bestimmt kein Zufall. Aha, also es gibt zweimal diese Sachen hier. Schlimm. Okay. Dann schauen wir doch mal, was wir hier so finden können. Ah, ich erinnere mich. Oh Gott, nein, bitte nicht. Das wird nicht schön. Ich erinnere mich wirklich. Kacke. Hier hat der Captain die Kultanhänger gesehen. Das sieht nicht aus wie... Nein, nein. 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 Was haben die mit dem Rancor gemacht? Ich habe ein Problem. Und zwar ein großes. Ein ganz, ganz großes. Und ihr seht es gerade. Ich hatte gerade ganz andere Sorgen. Das ist nicht gut. Die Jedi sind hier. Ne? Ich habe da gerade ein ganz anderes Problem. Und zwar ein ganz anderes großes. Was mir, glaube ich, auf Schritt und Tritt folgen wird. Von daher... Ich mach mich gerade mal auf einen anderen Weg hier. Jetzt will er sich erst auf das Bier anlegen hier. Ah, komm schon. Boah, der war übel. Wie ihr gerade seht, das ist mein Problem. Oh, lass mich durch. Nein, 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 nein. Ich bin an der Wand gelaufen, das war stark. Ich wusste gar nicht, dass es kann. Hilfe! Alter! Ich wollte doch nur weg. Okay, das war gerade ein leichter Schock, den ich hier erfahren habe. Hallo, liebes Rancorlein. Also ich mache mich erstmal auf und davon. Und ich sage euch, ihr solltet das gleiche tun. Sie haben keine Chance. Du bist... Ich kann ihn nicht stoppen. Das ist korrekt und das macht mir gerade auch die meiste Angst. Okay, wo komme ich jetzt hier am besten hin? Ich meine, das Viech bleibt mir auf der Pelle. Leider. Ihr seid gerade echt mein allergeringstes Problem, ey. Mein allergrößtes Problem kommt gerade da hinten. Und da komme ich nicht? Ja, geil.
Ups. Ich bin nicht weinerlich, nein. So, schnell weiter. Hi Jungs, ich bin gerade mal weg. Du kannst mich nicht stoppen. Glaub mir, das will ich auch gar nicht. Ich würde nur gerne wissen, wo das Ding jetzt gleich durchbricht. Hier kann ich was öffnen also? Okay. Oh ja, das sieht gut aus. Wo ist der Ranker? Was habe ich ihm denn angetan? Da hinten! Das frage ich mich aber auch gerade. Mann, Jaden, was machst du denn für einen Scheiß? Was mache ich hier? Okay. Vielleicht kann ich ihn zwischen den Containern und der Tür fangen. Das wäre nice. Muss man ausprobieren, ne? Ach ja, du spürst mich. Ich spüre gerade den Tod eines deiner Freunde. Und deines Todes. Den spüre ich auch. Ihr könnt gar nichts. Nichts könnt ihr. Gar nie nichts. Sag ich doch. Speichern. Wir sind ja schon so weit gekommen. Ich habe hier langsam Angst um mein Leben. Was? Ach da. Oh, das ging einfach. Ach so. Da ist er ja. Ich hab Angst vor diesem Viech, ey. Mann! Ich hab jetzt gerade ein ganz anderes Problem, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich muss mich irgendwie an dem Vieh vorbei. Renn, 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 ach wie, hier ist gar nichts. Auch das nochmal. Okay, jetzt kann ich das Ding ja eigentlich wieder nach unten machen, ein Stück. Komm schon. Okay, soweit, so gut. Jetzt muss ich nur noch das andere Ding hier oben fertig machen. Und dann ist der da drin eingeklemmt, oder wie war das? So, das sieht gut aus. So, und jetzt einklemmen. Komm schon. Ja. Yes. Puh. Alter, dafür hat sich die Folge jetzt aber auch gelohnt. Ich hasse Rancor. Ich hasse sie zutiefst. Besonders auch noch manipulierte. Jaden, wir denken, die Kultanhänger planten, diesen mutierten Rancor in die Stadt zu schicken. Während der ganzen Verwirrung wollten sie Vorräte, Credits und andere Dinge stehlen. Gute Arbeit. Ja. Luke und ich haben versucht herauszufinden, was Tevion mit Ragnos Zepter vorhatte, aber bis jetzt hatten wir kein Glück. Hör du dich auch um. Okay, Deal, mach ich. Meine Güte, ey. Okay. So viel zu dieser Folge jetzt. Ich sag mal bis zum nächsten Mal. Ciao.